25.000 Liter Salzsäure rollen auf das Firmengelände. Die Annahme der Chemikalie übernimmt Lukas Frank mit seinem Ausbilder. Der 17-Jährige arbeitet im zweiten Lehrjahr bei K+S. Die meisten denken, Chemikanten stehen den ganzen Tag nur im weißen Kittel im Labor. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Wir haben es zwar auch mit Chemikalien zu tun, doch ist die Größenordnung meist eine ganz andere. Deswegen steht auch die Sicherheit an erster Stelle. Ein Vollschutzanzug ist bei der Chemikalienannahme Pflicht. Chemikanten wie Lukas kümmern sich bei dem Düngemittel- und Salzproduzenten außerdem um die Regelung und Überwachung verschiedener Produktionsprozesse großchemischer Anlagen. Während ihrer 3,5-jährigen Ausbildung durchlaufen die Azubis viele verschiedene Stationen. Die Arbeit im Labor spielt dabei natürlich eine entscheidende Rolle. Doch erst wenn die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse sitzen, kommen die interessanten Versuche wie Umfällungen und qualitative Analysen. Alles Techniken, die man im späteren Berufsleben beherrschen muss. Bevor es dann im zweiten Jahr in die Fabrik geht, steht noch die Grundlagenausbildung in der Elektro- und Metallwerkstatt auf dem Lehrplan. Danach sind die Azubis fit für einen Einsatz draußen. Die Fabrik besteht aus mehreren Anlagenteilen, in denen die Auszubildenden der Reihe nach eingesetzt werden. Die Untertage abgebauten Rohsalze haben je nach Lagerstätte verschiedene Zusammensetzungen. Übertage erfolgt die Feinvermahlung und anschließend je nach Rohsalztyp die Aufbereitung. Ziel ist es, den Rohstoff, Kieserit oder Kaliumchlorid, herauszulösen. Dazu kommen unterschiedliche Trennverfahren zum Einsatz. Entsprechend vielseitig sind die Aufgaben und Tätigkeiten der Chemikanten. Langeweile kommt da garantiert nicht auf. Im Prinzip ist es unser Job, dass in der Fabrik alles läuft. Wir nehmen Proben, welche anschließend analysiert werden, fahren und kontrollieren die Anlage. Und wenn mal ein Problem auftritt, nehmen wir das erst einmal selbst in die Hand. Aber Chemikanten sind auch Teamplayer. Darum gibt es schon zu Beginn der Ausbildung gruppenbildende Maßnahmen aller Azubis von K+S. Das stärkt den Zusammenhalt und jeder weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann. Neben der Fabrik mit den verschiedenen Anlagenteilen und Maschinen lernen die angehenden Chemikanten in ihrer Ausbildung noch weitere Bereiche im Betrieb kennen und werden in die jeweiligen Arbeitsprozesse mit einbezogen. Von der Hauptwarte, wo die Anlagen mithilfe computergestützter Prozessleitsysteme kontrolliert und gefahren werden, bis hin zur Endkontrolle des fertigen Produktes im Versandlabor. Einstiegsvoraussetzung für den Job ist neben naturwissenschaftlichem Interesse, handwerklichem Geschick und Teamfähigkeit mindestens ein guter Hauptschulabschluss. Nach der Ausbildung stehen Chemikanten bei K+S alle Wege offen. Die Übernahmequote liegt bei 90%. Außerdem gibt es attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel ein Studium oder die Fortbildung zum staatlich geprüften Techniker. Wer will schon den ganzen Tag dasselbe machen? Deshalb habe ich mich für den Job des Chemikanten entschieden. Und ich finde das richtig cool. Eine Ausbildung bei K+S heißt, Teil eines internationalen Unternehmens zu sein. Nutze deine Chance und bewirb dich bei uns.